Der Chef on Air. Radio Frankfurt verschönert Ihre Mittagspause. Ich bin Marcel Ehmann und bei mir ist der Thorsten Schreiber. Grüß dich, Thorsten. Hallo Marcel. Chef on Air, du bist Gründer und CEO von Africa Green Tech aus Hainburg. Korrekt. Erklär mal ganz kurz in einem Satz erstmal, bevor wir natürlich gleich ausführlicher darauf eingehen. Was macht Africa Green Tech? Africa Green Tech hat eine containerisierte Lösung entwickelt, um Menschen im globalen Süden mit sauberer Energie, sauberem Wasser und Kommunikation zu versorgen. Containerisiert. Du lieber Himmel. Okay, ich merke schon, ein sehr, sehr spannendes Thema. Bist auch ein spannender Typ. Sag mal was über dein Outfit. Das ist ja schon mal crazy. Ja, ich glaube schon, dass wir eine recht spannende Zeit leben. Und für mich ist so die Postapokalypse ein ganz spannendes Thema. Sieht ein bisschen aus wie aus Mad Max Fury Road entsprungen. Ganz, ne? Genau, die haben das alles bei mir eingekauft. Ja. Dazu noch der schöne Rausch. Aber Thorsten, toll, dass du hier bist. Und freue mich auf diese Stunde, die sehr afrikanisch auch von der Musik her sein wird. Wir hören jetzt erstmal einen deiner Wunschsong, der heißt Sova und ist von Fatoumata Diawara. Habe ich das richtig gesagt? Hast du richtig gesagt. Mehr zu dieser Frau gleich hier im Talk nach Ed Sheeran und Fatoumata Diawara. Viel Spaß. Sie hören Radio Frankfurt. Die Stunde zwischen 12 und 1 heißt immer Chef on Air. Eine Stunde lang beleuchten wir einen Chef der Unternehmen hier aus der Region. Und heute ist das der Thorsten Schreiber. Grüß dich again, Thorsten. Hallo. Aus Hainburg, beziehungsweise sitzt da dein Unternehmen, Africa Green Tech, aber du kommst persönlich nicht aus Hainburg, ne? Ich bin ein Freiburger Bobbele. Ein Freiburger Bobbele? Genau, komme aus dem Süden der Republik, wo es schön warm ist, aber Frankfurt ist einfach so eine geile Stadt, deswegen hat es mich hierher gezogen. Ah, du hast gleich die Sympathiepunkte auf deiner Seite und das Fußballspiel am Wochenende hatte ich das bisschen, Mainz gegen Freiburg, 3:1. Ich bin leider so viel auf dem anderen Kontinent, dass ich für Fußball leider gar nicht so viel Zeit habe. Moment, eben hast du einen anderen Kommentar mir entgegengestreckt. Ja, da hast du hier die Freiburger Karte gespielt. Natürlich ist mein Herz immer noch bei Freiburg, aber ja, wir haben jetzt halt gerade mal geloost. Kann passieren, ne? Kann passieren. Eintracht-Fan auch? Nein. Warum? Wie gesagt, kann man nicht, ne? kannst zu wenig ausleben auch. Ja. Okay. Du bist der CEO und Gründer von Africa Green Tech. Erklär nochmal, was das für ein Unternehmen ist. Ja, du hast ja vorhin nochmal hingehört bei containerisiert. Ja, ja. Also wir bauen im Prinzip schlüsselfertige Technologie, die in Containern transportierbar ist, weil wir arbeiten in sehr entlegenen Orten, meistens in Dörfern, die ganz weit weg sind von Infrastruktur. Und dort können wir praktisch mit unseren Containern Anlagen innerhalb von 48 Stunden in Betrieb nehmen. Mhm. Und das ist dann eben der große Nutzen, dass die Projekte sehr schnell umgesetzt werden können und dann eben auch funktionieren, weil die Technik praktisch hier in Deutschland zusammengebaut wird. Wo wird die zusammengebaut? Ja, wir bauen unsere Testanlagen, also die Prototypen bauen wir tatsächlich in Hainburg. Mhm. Da stehen auch einige, ja, bei uns auf dem Feld. Und dann haben wir dann für die verschiedenen Komponenten verschiedene Zulieferer. Und mit wie viele Menschen kannst du damit versorgen? Also, und was versorgt ihr alles? Strom und auch Wasser? Oder erklär mal ein bisschen mehr darüber. Ja, also die Programme sind auch holistisch angelegt. Das heißt, wir kümmern uns eigentlich um die Basisinfrastruktur in einem Dorf. Mhm. Ja, das umfasst eben Elektrizität natürlich, aber auch die Trinkwasseraufbereitung ist ein riesiges Thema in Subsahara-Afrika. Wir kümmern uns um die Kühlketten, also wir stellen Kühlflächen zur Verfügung und wir haben Zugang zum Internet über eine Satellitenverbindung. Und das alles kommt aus einem Container? Ja, das alles steckt dann in so einer schlüsselfertigen Anlage. Wir nennen die Solartainer. Mhm. Und das ist jetzt über die Jahre immer besser geworden und immer stärker. Und heute können diese Anlagen ein Dorf mit 4000 Menschen völlig autark versorgen. Wie groß ist so ein Container? Das ist ein 40-Fuß-Container. Mhm. Wir bauen die allerdings selber. Also es ist kein Standard-Container, der da normalerweise Textilien transportiert, sondern das ist wirklich, muss man sich so ein bisschen vorstellen, wie so ein Transformers. Mhm. Ja, es kommt also als jetzt hast du mich. Kommt als Auto um die Ecke und dann plötzlich ist es halt eine super Maschine, die den Menschen wirklich hilft, ihr Leben selbstbestimmt zu bestimmen. Das klingt richtig, richtig geil. Bist du ein Filmfan? Weil jetzt waren wir schon bei Transformers, eben hatten wir Mad Max Fury Road, also dein postapokalyptisches Outfit angesprochen. Bist du Filmfan? Ja, natürlich. Also Filme sind etwas, was die Fantasie anregt und das ist für mich eben eine ganz tolle Möglichkeit, auch mal abzuschalten. Ich arbeite mit sehr schwierigen Themen auf jeden Fall, Filme helfen dann ganz gut, mal abends auch runterzukommen, damit man auch die Äuglein wieder zukriegt. Wann warst du das letzte Mal im Kino und was hast du gesehen? Im Kino war ich zuletzt, glaube ich, wirklich schon wieder eine ganze Weile her. Die letzten Sachen, die ich mir angeguckt habe, sind tatsächlich auch so Serien wie The 100, wo es ja auch um die Auslösung der Menschheit geht und passt dann wieder zum Outfit.
Wo kommst du her? Also, oder wie, du hast eben über Filme gesprochen, die Fantasie anregen. Wie kommt man zu der Idee, alles in einen Container zu packen? Das ist ja genial. Ja, ist eine lange Geschichte. Wo kommt's her? Also entstanden ist das tatsächlich, das ganze Projekt ist entstanden erstmal aus Liebe. Mhm. Ja, ich bin mit meiner Frau verheiratet. Ah, die Liebe zu einer Frau. Ja, natürlich. Ja, verstehe. Und Aida kommt aus Mali, also ist zur Hälfte Malierin, zur Hälfte Senegalesin. Und wir haben viele Jahre auch hier in Frankfurt gelebt und hatten natürlich auch immer das Problem, dass wir interkulturell unsere Herausforderungen hatten. Wir wissen alle, dass es so was wie Alltagsrassismus gibt und das hat sie auch immer stark gespürt. Und wenn ich dann mit ihr vor Ort in Mali war, ging es mir umgekehrt auch so. Also als einziger Weißer unter lauter Maliern, das ist dann schon auch eine Herausforderung. Und so hatten wir die ersten Jahre von unserer Ehe auch immer, ja, wirklich dieses Problem, dass sie sich hier nicht richtig wohlfühlte, ich mich dort nicht. Mhm. Und so entstand dann unter anderem Africa Green. Das ist ja, wir müssen irgendwas zusammen machen, wo wir beide unsere Stärken einbringen können. Und so entstand auch der Name Africa Green Tech. Also sie steht für Afrika, ich für Green Tech. Ah, das ist ja wunderbar. Seit wann seid ihr verheiratet? Wie lange schon? Wir sind jetzt 15 Jahre zusammen. Also vor 15 Jahren wuchs auch die Idee heran. Ganz genau. Also der erste Keim wurde da gesetzt. Der richtige Moment, wo es entstanden ist, war im Juni 2014. Mhm. Dort durfte ich auf Einladung von einem Energieminister in Mali ein Dieselkraftwerk besichtigen, was 20 Megawatt, das ist eine große Zahl für so eine Stadt, Strom produziert aus Diesel und verbrennt am Tag 170.000 Liter Diesel. Mhm. Das Kraftwerk ist aus den 60er Jahren und ja, mehr darüber erzähle ich vielleicht in der nächsten Runde. Das ist eine sehr, sehr gute Idee. Ich danke dir, Thorsten. Wir wollen zwischendurch die tolle Musik hören, die du mitgebracht hast. Amadou et Miriam, stimmt das? Was haben wir da? Die kennst du alle persönlich. Du hast doch eben was Tolles über die erstgehörte Sängerin hier schon erzählt. Was kannst du über die jetzigen hören? Erzählen natürlich. Ja, das ist ein ganz berühmtes Pärchen, was eben auch sehr viel über die, also in Mali wird sehr viel Musik gemacht, um über die Kultur zu sprechen und auch über Probleme, die in der Gesellschaft herrschen. Wir sind ja in einer Gesellschaft unterwegs, die zu 90% Analphabeten sind und Musik spielt in Mali eine ganz, ganz große Rolle. Wunderbar. Und die hören wir jetzt, Musik aus Mali hier bei Chef on Air bei Radio Frankfurt. Heute mit dem Thorsten Schreiber, CEO und Gründer von Africa Green Tech. Der Chef on Air, Radio Frankfurt, verschönert Ihre Mittagspause. Thorsten Schreiber ist bei mir aus Hainburg. Grüß dich nochmal, Thorsten. Servus nochmal. Fühlst du dich wohl? Sehr gut hier. Super, wahnsinnig, gell? Ausblick. Und ja, der Ausblick ist so postkartenmäßig. Cooler Moderator. Ne? Oh Mann, jetzt haut er aber ein paar raus. Thorsten, geht aber um dich jetzt hier, du. Und um deine tolle Firma Africa Green Tech. Entwickelt, baut und habt ihr auch erfunden, Solartainer. Wie viel hast du davon schon in Afrika installieren können? Stand heute haben wir 21 im Feld. Mhm. Davon sind 17 im Moment praktisch operationell. Die verkaufen Strom im Netz. Was heißt das? Operationell. Operationell, oder, okay. Ja, oder du operativ. Haust du manchmal mit Fachbegriffen um dich, ich noch nie gehört habe vorher. Muss mir Mühe geben, da hast du recht. Wenn man so in aber Deutsch mit mir, verstehst du? Ja, okay. ja, tatsächlich, also Container, die sozusagen im Moment Kunden versorgen. Mhm. Und bei den anderen werden die Netze noch gebaut gerade im Moment. Und du bist in richtigen Krisengebieten unterwegs, genau, wo es so richtig zur Sache geht. Da fährst du wahrscheinlich nicht ohne Schutz hin, nehme ich mal an, oder? Nee, tatsächlich, mittlerweile müssen wir aufgrund auch unseres Bekanntheitsgrades uns selbst sehr stark schützen. Also zumindest die Leute, die aus Europa dann unterwegs sind. Und wir sind da dann mit Eskorten unterwegs in den Regionen. Weil Eskorten? Das heißt Soldaten, ja, oder was? Soldaten, ja. Ernsthaft jetzt? Mhm. Gepanzerte Autos und so, wie man es aus Filmen kennt? Ja, so ungefähr, genau. Das ist ja krass. Okay, wer ist da hinter euch her? Naja, wir sind natürlich bei sehr konservativen Islamisten nicht unbedingt beliebt, weil durch den Strom und durch den Zugang zum Internet besteht bei den jungen Menschen natürlich auch Zugang zu anderen Informationen. Mhm. Und das führt natürlich dann zu einer starken Liberalisierung in der Dorfgemeinschaft. Gibt es ein Kopfgeld auf euch? Auf dich? Du hast es eben angerissen, ich kann es kaum glauben, deswegen muss ich nochmal so ungläubig stellen, die Frage. Ja, das ist im Gespräch, ja. Ach du lieber Himmel, schön, dass du hier bist und alles Gute weiterhin. Ihr bekämpft Fluchtursachen, hast du eben gesagt. Das finde ich einen ganz tollen Ausdruck. Geh mal ein bisschen da näher drauf rein. Ja, gerade in Europa ist das Thema Migration ja ein ganz wichtiges Thema. Wir sehen in Europa zum Beispiel bei unseren Nachbarländern ja auch einen ganz starken Rechtsruck in der Politik. Mhm. Auch in Deutschland haben wir eine starke Strömung leider. So ist und es. Das entsteht ja dadurch, dass Menschen Angst haben vor Migranten, vor anders Aussehenden. Mhm. Und wir sehen die Bilder aus den Schlauchbooten, wir sehen, wie Menschen ertrinken.
und bekämpfen eigentlich nicht die Ursachen. Die Ursachen sind nämlich eben unter anderem der Terrorismus und der entsteht eben hauptsächlich durch Perspektivlosigkeit bei jungen Männern. Und genau da setzen wir an. Also mit unserem Projekt können wir jungen Männern Perspektiven bilden, indem wir dann durch produktiven Strom, das Wort produktiv erkläre ich auch. vielen Dank. Also die letzten 15 Jahre hat man hauptsächlich auf Home-Solar-Systeme gesetzt, also so ein kleines Panel, in dem man dann ein Handy laden kann und eine Lampe betreiben. Dann können die Menschen also schön sehen, wie arm sie sind. Und wir glauben eben, dass es da eine andere Art von Zugang braucht. Wir brauchen eben produktiven Strom, das heißt Strom, mit dem man etwas produzieren kann, zur Wertschöpfung betreiben. Und bei uns entstehen eben dann Schneidereien, Handwerksberufe, Schweißer. Wir haben mittlerweile die ersten Sattler, wir haben Internetcafés, die entstehen. Über euren Solartainer, den ihr dort hinbringt, genau. Weil man damit eben Energie hat. Ja, aber eben dreiphasigen Strom, also eine richtige Wechselstromspannung, so wie du das jetzt aus der Steckdose gewohnt bist. Ja. Und eben nicht nur so einen kleinen Panelstrom, mit dem du eine 12-Volt-Batterie laden kannst. Und diese hohe Spannung ermöglicht es eben auch tatsächlich Berufe dann auszuüben, Produkte herzustellen und Dienstleistungen anzubieten. Wie finanziert sich denn dieser Solartainer und deine ganze Geschichte? Ja, auch hier sind wir als Sozialunternehmer, auch wieder so ein Begriff, ja, kann ich erklären. Das geht zurück auf den Mohamed Yunus, also den Friedensnobelpreisträger aus Bangladesch, der eben das Mikrofinanzsystem entwickelt hat. Und seine Idee ist es eben, dass ein Unternehmen sich nicht nach Profit orientiert, sondern nach seiner eigenen Wirkung. Und zwar der positiven Wirkung auf die Gesellschaft. Und nach dieser Direktive leben wir, haben wir auch das ganze Unternehmen aufgebaut. Das heißt, uns geht es im Wesentlichen darum, dass wir mit unserer Arbeit wirklich einen positiven Effekt erzielen. Und das führt dann auf der Finanzierungsseite dazu, dass wir jetzt also nicht den finanziellen Profit, also die Geldrendite, Zinsen, Gewinne maximieren, sondern eben versuchen, möglichst eine schwarze Null zu erzielen mit unserer Arbeit. Okay. Das führt aber auf der anderen Seite auch dazu, dass wir versuchen, keine Spenden und auch keine Subventionen anzunehmen. Ja, weil das ist nach unserer Meinung genauso wenig nachhaltig, wie auf der anderen Seite sich nur der Rendite nach auszurichten. Heißt also, ihr finanziert euch über Investoren? Genau, über klassische Investoren, die eben auch eine Renditeerwartung haben. Ja. Allerdings versuchen wir den sogenannten Impact-Investoren, es gibt also mittlerweile auch zunehmend Menschen, die viel Geld haben, die sagen, ich möchte, dass mein Geld was Gutes tut, also wirklich im Wortsinne und die das auch sehr stark messen. Und die geben das Geld dann zu sehr günstigen Konditionen. Dazu spielt natürlich die jetzige Zinsphase uns auch in die Hände, weil Leute eben, wenn sie heute ihr Geld zur Bank bringen, sogar Geld mitbringen müssen, damit es dort bleiben kann. Und indem ich unsere Hörerinnen und Hörer jetzt Interesse haben, da mitzumachen, einzusteigen, ab wie viel kann ich da investieren? Haben wir gerade im Moment eine Crowdfunding-Kampagne am Start oder ein Crowd-Investing in dem Sinne. Ja. Unter africagreentech.investments kann man bei uns ab 250 Euro tatsächlich Anteile an unserer Firma erwerben. Und wenn wir so wachsen, wie das im Moment weitergeht, dann ist das Unternehmen ganz sicher in den nächsten Jahren auch was wert. Da drücke ich euch ganz, ganz, ganz fest die Daumen. Super, dass du hier bist. Thorsten Schreiber, mein Gast heute hier bei Chef on Air bei Radio Frankfurt, Gründer und CEO von Africa Green Tech. Und du hast uns ganz tolle Musik mitgebracht. Jetzt hören wir Habib Koete. Genau. Richtig? Ich muss immer nachfragen, ob es auch stimmt. Und was hier? Das auch auf dem Afrika-Festival in Frankfurt zu hören im Übrigen. Aha, den hören wir jetzt hier bei Radio Frankfurt. Der Chef on Air. Radio Frankfurt verschönert Ihre Mittagspause. Thorsten Schreiber, Gründer und CEO von Africa Green Tech ist hier mein Gast. Servus. Servus nochmal. Ursprünglich aus Freiburg. Genau. Jetzt in Hainburg. Da, wo die Sonne scheint. Ja, da wo die Sonne scheint. Was machst du denn bei so einem Wetter wie dem hier? Wie bringst du da afrikanischen Frohsinn in den Tag? Gut, das kann ich im Moment ganz gut, weil ich habe gerade eine aktuelle Einladung nach Afrika und deswegen bin ich übermorgen schon wieder weg. Du fliegst also weg. Das ganz genau. So machst du. Kannst dann winken, du wenn ich hier. Du fliegst zum schönen Wetter. Ja genau, ich wink dir zu. Man sieht hier die Flugzeuge starten und dann ganz genau. Wir hören wieder tolle Musik von dir. Du hast Wunschmusik ausschließlich aus Afrika, aus Mali, glaube ich, im Speziellen mitgebracht. Und du kennst die alle, glaube ich, die jetzt hier singen und musizieren. Ja, Aida und ich sind natürlich gerade in Mali sehr bekannt. Deine Frau kommt aus Mali, ne? Meine Frau kommt aus Mali und wir haben dann auch Kontakt natürlich zu der Musikszene. Die Musik in Mali dient ja auch viel politischen Zwecken. Es gibt dort die sogenannte Krios,
Und die Krios sind eigentlich sowas wie früher die Minnesänger. Mhm. Also sie verbreiten eben auch Botschaften und die Politik hat großen Respekt vor diesen Musikern. Deswegen sind die Musiker natürlich für die Menschen dort auch Teil ihrer Kultur und ihrer ethnischen Selbstverständnis. Und ihr seid bestimmt auch so mindestens so bekannt dort wie die Musiker, oder? Ihr seid Superstars, habe ich mal gehört. Ja, weil wir natürlich den Menschen wirklich helfen können, mit ihrem Leben was Sinnvolles anzufangen, mhm. sich auch selbstbestimmt zu entwickeln. Und das ist für die Menschen eine ganz große Chance und das wertschätzen die sehr. Über die Solartainer, die ihr entwickelt und produziert hier in Hainburg und nach Afrika bringt, wo ihr Elektrizität und Wasser fließen lasst und so weiter. Super Geschichte. Wir hören gleich mehr im Talk mit dir nach Musik von den Jonas Brothers und Wunschmusik von dir. Wir hören jetzt erstmal Techno und Pana hier am Montag. Ich bin Marcel Ehmann. Schön, dass wir dabei sind. Hier ist Radio Frankfurt mit der Stunde Chef on Air. Mein Gast ist heute der Thorsten Schreiber, Gründer und CEO von Afrika Greentech mit Sitz in Hainburg. Fühlst du dich noch wohl? Super. Finde ich klasse. Du kommst aus Freiburg. Hast du dein Leben schon immer dem Umweltschutz oder Klimaschutz verschrieben? Oder was hast du vorher beruflich gemacht, vor deiner Zeit als Greentech-Gründer und CEO? Das ist auch keine 18 mehr, also es würde länger dauern, aber ich versuche das mal zusammenzukürzen. Also zum Beispiel in der Zeit von 2008 bis 2012 habe ich sehr aktiv die Piratenpartei mit aufgebaut in Deutschland. Ach komm! Und daher kommt auch mein politischer Aktivismus. Und ich war dann sehr frustriert 2012 und habe dann gesagt, okay, also dieses Blabla, das mag ich nicht mehr. Nix Blabla, das ist mein Motto auch. Und habe dann 2012... Nix Blabla ist dein Motto? Genau, das ist eins meiner Mottos. Und habe dann 2012 zusammen mit dem Patrick Meinels hier in Frankfurt die Plattform Betterwest gegründet. Das ist eine Crowdfunding-Plattform für Energieprojekte. Und dann im Zuge dieses Besuches 2014, den ich vorhin erwähnt hatte, mit dem Dieselkraftwerk, habe ich dann gesagt, Mensch, das ist dein Leben, da musst du hin, da musst du machen. Und seitdem ja, verstehe ich mich auch als Klimaschutzaktivist. Zusammen mit deiner Frau, ne? Die hast du in Mali auch kennengelernt? Nee, tatsächlich haben wir uns in Frankfurt beim Salsa-Tanzen kennengelernt am Bahnhof. Ach, wie schön, beim Salsa-Tanzen, das ist ja herrlich. Und gleich, hat es gleich gefunkt? Total. Super. Ist die Treppe runtergelaufen, da war es um mich geschehen. Ja, und was sagte sie zu dir? Sagst du damals auch mit schon, hast du nein, schon da war ich Rauschebart gehabt und den Zopf und die postapokalyptische Kleidung, nee, wie du sie nennst? Damals war ich tatsächlich im Anzug mit Krawatte und ohne Bart. Ehrlich jetzt? Mhm. Okay. Musst du sie mal fragen, ob sie das heute noch gut findet. Ja, sie ist leider nicht dabei, macht aber nichts. Muss ob sie das heute noch gut findet? Genau. Ach so, glaubst du, sie wird dich lieber nochmal im Anzug sehen? Oder wie? Nein, ich glaube, sie ist ganz happy mit mir. Das denke ich doch auch. Bei den tollen Dingen, die ihr macht, den Solartainer, den ihr entwickelt habt, in dem alles drin ist, was man in einem kleinen afrikanischen Dorf zum Leben braucht. Elektrizität bekommen die Menschen dort und Wasser und so weiter. Was kostet denn so ein Container? Was ist da alles drin? Gibt es da verschiedene Module? Ja, also der Container ist ja nur sozusagen ein Teil der Installation. Insgesamt hat so eine Installation ungefähr einen Wert von 500.000 Euro. Um so ein Dorf mit 5.000 Menschen zu elektrifizieren. Da sind aber dann die Kabel, die Pfosten, die Hausanschlüsse, die Smart Meter, alles mit dabei. Mhm. Investiert sich oder man kann investieren, wenn man Bock hat. Ab 250 Euro geht das los. Genau. Bei der Investition aktuell investierst du in unser Unternehmen. Mhm. Ja, also profitierst eigentlich von dem gesamten Wachstum in allen Dörfern. Und wir haben im Moment viele große Projekte am Start. Also ich fliege jetzt übermorgen zum Beispiel in den Tschad auf Einladung des Präsidenten. Der weg von dem Wetter hier, hast du eben gesagt, ne? Ganz genau. Aber der möchte eben tatsächlich jetzt sein ganzes Land elektrifizieren. Da gibt es eine Elektrifizierungsrate, die ist unter 1%. Das muss man sich mal vorstellen, bei 11.000 Dörfern. Kann man gar nicht hier, ja. Wahnsinn. Kann man sich nicht vorstellen, ja. Und Tschad ist natürlich ein ganz wichtiges Land, auch im Thema Migration, weil viele Fluchtrouten aus den Nachbarlanden, zum Beispiel Südsudan, Zentralafrikanische Republik, gehen durch den Tschad. Und ihr bekämpft solche Fluchtursachen, das haben wir eben schon beleuchtet, was ich auch fantastisch finde. Und du hast auch schon einen Radiosender elektrifiziert, hast du eben erwähnt. Das finde ich auch spannend. Ja, wo ist der? Tatsächlich ist das Djoliba, das war eins unserer ersten Dörfer in Mali. Mhm. Und dort ist der weltberühmte Sänger Salif Keita geboren. Mhm. Und er hat tatsächlich dort auch seinen eigenen Radiosender. Und ja, der Strom kommt von Afrika Greentech. Das ist ja klasse. Jetzt steht die Weihnachtszeit an. Bist du ein Weihnachtstyp oder hast du damit gar nichts am Hut? Nee, ehrlich gesagt habe ich damit gar nichts am Hut, weil wir tatsächlich in der Zeit öfters in Mali sind. Und das ist ja ein muslimisches Land und da spielt Weihnachten nicht so eine große Rolle. Für die Kinder machen wir natürlich das, was zu tun ist. Oh, wie viele Kinder habt ihr? Wir haben 3 Kinder zusammen. Wie alt sind die? Die sind 14, 10 und 4.
Und sind die, wie oft bist du im Jahr unterwegs? Du bist ja wahnsinnig viel in Afrika wahrscheinlich auch, oder? Ja, wir verbringen mehr als die Hälfte des Jahres eigentlich auf Reisen. Hauptsächlich in Dörfern und je nach Schwierigkeit oder Gefährlichkeitsgrad sind die Großen dann auch mit dabei. Ja, ja, wir haben es eben schon erwähnt, ihr seid mit gepanzerten Fahrzeugen unterwegs, von Soldaten eskortiert und so weiter. Krasse Geschichte, und was ich auch sehr, sehr schön finde, dass ihr mit eurem Projekt auch ein anderes Bild von Afrika aufzeigen wollt, ne? Ja, das ist uns ganz wichtig. Also gerade jetzt vor Weihnachten kriegen wir wieder die Bilder von unterernährten Kindern und von Krisen. Seit 40 Jahren haben wir diese Bilder in den Medien. Ja, die kommen jetzt vor Weihnachten verstärkt, weil Menschen oder Organisationen zum Spenden aufrufen, ne? Genau, wir erreichen damit aber nicht unbedingt die Ziele, die wir uns als Spender wünschen, weil wir bringen Menschen dort auch oft in eine Opferrolle, in so eine Don-Don-Mentalität. Was ist das denn? Ja, man spricht davon, dass wenn Leute heute selber keinen Anreiz mehr haben, sich ihr Leben in die Hand zu nehmen durch gespendete Artikel oder durch Produkte, dann führt das eben zu einem gegenteiligen Effekt. Und gerade viele Wirtschaftsökonomen aus Afrika fordern uns regelrecht auf, das Spenden sein zu lassen und stattdessen eben in die jungen Menschen, die was in ihrem Leben erreichen möchten, eben zu investieren. Mhm. Deswegen ist unser Motto auch investieren statt spenden. Das finde ich große Klasse. Wie sieht es im nächsten Jahr aus? Was habt ihr noch für Projekte vor oder in naher Zukunft? Ja, also wir sind jetzt im Moment in Niger mit der Regierung dabei, 50 Dörfer zu elektrifizieren. Mhm. Und das gleiche jetzt auch in Tschad. Und in Mali geht unser Projekt ja weiter. Da haben wir schon 20 umgesetzt. Das werden auch 50 werden. Und ansonsten sind wir noch in den 4 Nachbarländern unterwegs, wo es fortgeschrittene Gespräche gibt. Also wir haben dadurch, dass uns das gelungen ist, in so vielen Dörfern aktiv zu sein, jetzt gerade über Covid-19, also alle unsere Dörfer sind funktionabel, produzieren also Strom und sind eben krisensicher, dadurch, dass sie nicht abhängig sind von den Zentralregierungen. Große Klasse. Macht bitte genauso weiter und erwähnt bitte nochmal die Homepage, wo man sich hinwenden kann, wenn man investieren will, in euch und in diese Projekte. Ja, die URL ist www.afrikagreentech mit C geschrieben. Investments. Thorsten Schreiber war heute mein Gast hier bei Chef on Air. Toll, dass du da bist und da warst. Dankeschön. Ich danke dir.